Weinberg für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Müller. Ich weiß nicht, wo Sie die letzten Jahre gewesen sind. Ich finde es schon sehr skurril, dass wir im Deutschen Bundestag jetzt ein viertes Investitionsprogramm für den Ausbau, für den quantitativen und qualitativen Ausbau im Kita-Bereich auf den Weg bringen. Für eine Aufgabe, für die wir originär gar nicht zuständig sind. Und bei allem Respekt, hier werden 1,126 Milliarden Euro ausgegeben für eine Aufgabe der Länder. Die Länder, die ich an dieser Stelle herzlich bei der Debatte begrüße, haben die originäre Aufgabe. Erster Punkt. Und jetzt uns vorzuwerfen, und hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich jetzt mal die SPD in Schutz nehmen muss, aber ist so, sozusagen jetzt der Ministerin auch noch vorzuwerfen, sie würde wie ein Igel hinterherhecheln, ist der völlig falsche Weg. Im Übrigen darf ich an eins erinnern. Als wir anfingen mit dem Kita-Ausbau, und es gibt nur eine kontinuierliche gerade Linie des Ausbaus in der Qualität und in der Quantität, und die liegt auf Seiten des Bundes seit 2005. Ups, seit dem Regierungswechsel 2005. Und wenn Sie dann schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt hat, da fingen wir mal an mit 32% im Krippenbereich, dann waren es 35%, dann 38%. Heute liegt die Nachfrage bei 42%. Wir erfüllen aber bereits nahezu 35%. Das heißt, natürlich hinken wir immer etwas hinterher. Ist aber auch klar, dass man sozusagen bei dem Kita-Ausbau immer wissen muss, dass man 1, 2, 3 oder 4 Jahre hinterherhinkt. Trotzdem, glaube ich, können wir stolz darauf sein, dass der Bund dieses Geld zur Verfügung stellt und hier auch die Länder entlastet. Und dann zum zweiten Punkt Ihrer Kritik. Das ist wieder das Thema Beiträge. Wir haben es ja hier auch häufig diskutiert, und Sie werden ja demnächst 30 Milliarden Euro für die Beitragsfreiheit aufrufen. Ich weiß nicht, wie hoch die Beiträge in Thüringen sind. Das können Sie mir gerne noch mal verraten. Wahrscheinlich haben Sie die Beitragsfreiheit in Thüringen schon erreicht. Ich will nur zitieren aus der Anhörung, von der Sie auch zitiert haben oder aus der Sie auch zitiert haben, nämlich die Stellungnahme des Deutschen Vereines für öffentliche und private Fürsorge. Angesichts der schwierigen Haushaltslage in den Kommunen und der bereits bestehenden Beitragsstaffelung nach sozialen Kriterien ist eine Freistellung von Eltern, die durchaus in der Lage sind, die Beiträge zu zahlen, nicht prioritär. Dem können wir nur nichts hinzufügen. Das ist genau richtig so. Deswegen erstmal die Quantität ausbauen, dann die Qualität ausbauen, und dann können wir uns irgendwann auch mal über Beitragsfreiheit sicherlich unterhalten. Aber das kann keine Priorität sein, dann, wenn Menschen weiter Kita-Plätze suchen. Und dann ein letzter Punkt, weil auch angesprochen wurde, die Qualitätsfrage. Wir sind ja der Meinung, dass das ein Prozess ist, wo Länder, die originäre Aufgabe haben, im föderativen System, gemeinsam mit dem Bund diese Frage lösen müssen. Und der Prozess ist durchaus gut angelegt, dass man sagt, man macht das gemeinschaftlich. Das eine oder andere Bundesland, hätte ich mir auch gewünscht, dass die zustimmen bei der Frage, wie man einen Prozess entwickelt, ein Entwicklungsgesetz auf den Weg bringt. Da sind wir auch nicht abgeneigt, das sage ich ganz deutlich, weil wir schon wollen, dass Standards gesetzt werden. Aber ich glaube, es ist richtig, dass wir das in der Freiwilligkeit der Länder auch mit betrachten, weil die letztendlich für den Ausbau auch verantwortlich sind. Und wenn Sie die Geschichte dann erzählen über den Kita-Ausbau seit 2005, dann ist das eine Erfolgsgeschichte. Und dass wir jetzt noch einmal 1 Milliarde Euro investieren, ist richtig. Und dass wir es erweitert haben auf die Frage der Betreuung von Schulkindern, ist richtig, weil das die Wünsche der Eltern sind. Die Forderungen der Eltern sind, wir wollen nicht nur bis zum 6. Lebensjahr unseres Kindes eine gute Ganztagsbetreuung, sondern wir wollen auch darüber hinaus eine Ganztagsbetreuung haben. Und deswegen ist es richtig, hier, glaube ich, auch diese Erweiterung zu vollziehen mit Blick auf Schulkinder. Zweiter Punkt, auch die Erweiterung war richtig, dass wir gesagt haben, wie sieht es denn aus mit Gesundheitsförderung, wie sieht es aus mit Familienangeboten? Auch hier kann man, glaube ich, den Ausbau als Erfolg insoweit bezeichnen, weil es gelungen ist, jetzt auch diese Maßnahmen mitzufinanzieren. Nun hatte der Bundesrat ja 3 Wünsche geäußert in seiner Stellungnahme. Ich habe bei der ersten Debatte schon ganz deutlich gesagt, bei 2 Wünschen, da haben wir ganz deutlich Probleme mit. Was wir nicht machen ist, wenn wir feststellen, es gibt Bedarf, und der Bedarf tatsächlich ist weiterhin vorhanden, und wir jetzt noch mal 100.000 neue Plätze schaffen wollen, dann ist es doch wichtig, und es kommt doch darauf an, dass wir neue Plätze schaffen. Das heißt, die Voraussetzung muss auch immer sein, wenn wir Geld investieren, dass neue Plätze geschaffen werden, erstens. Zweite Voraussetzung muss auch sein, dass die Länder sich daran beteiligen. Also wir werden nicht zu 100% den Aufbau von Kita-Plätzen übernehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe, und deswegen werden wir dieses auch nicht mittragen. Was wir als Große Koalition mittragen, ist tatsächlich die Frage Fristverlängerung. Ich glaube, dass es sinnvoll und in Ordnung ist, dass wir hier den Ländern bis zum 31.12.2019 über eine Fristverlängerung auch die Möglichkeit schaffen, sozusagen ihre Ausbauoption weiterzuentwickeln. Insoweit, glaube ich, können wir in der Großen Koalition sagen, dass wir in diesen großen Ausbaukapazitäten gut gearbeitet haben. Und es ist ja noch was Zweites passiert. Kita-Ausbau und Qualitätsausbau heißt ja auch, dass wir gucken, Stichwort Kita Plus, beziehungsweise wo haben wir denn Maßnahmen geschaffen, wo wir sagen, es geht um das Thema, um die Aufgabenstellung Integration.
Es geht darum Sprache. Es geht um die Randzeiten. Also Kita-Ausbau, die Qualitätssicherung im Kita-Bereich ist ein Mosaikstein sozusagen, wo einzelne Elemente zusammengreifen müssen. Und ich glaube, das müssen wir auch betrachten, dass diese einzelnen Punkte, die wir entwickelt haben, als solches jetzt die Wirkung entfalten und den Bedarf der Eltern auch abdecken. Die Betreuungsquote, das habe ich bereits gesagt, liegt jetzt bei 32,7% im Jahre 2016 und kommt von 13,6% im Jahre 2006. Und das muss man sich mal vorstellen, was in den Jahren passiert ist. Und Herr Müller, ich weiß, Ihre Aufgabe ist sozusagen als Opposition auch immer so ein bisschen zu schimpfen, aber ein bisschen mehr Respekt vor der Aufbauleistung in diesem Bereich würde ich mir gerne wünschen von Ihnen und von der Linke, zumal Sie da, wo Sie Verantwortung haben, auch in Teilen ziemlich versagen. Denn Sie sprechen die Qualität an. Nun muss ich leider die SPD doch noch mal mit in Haftung nehmen. Aber wenn ich mir überlege, wie reagieren denn Bundesländer, die von Linken mitregiert werden beim Thema, wie gehen wir mit Erzieherinnen um und wie gehen wir mit Fachkräftemangel um? Da heißt es nur, in Berlin ist es so, da werden die Anforderungen an das Kita-Personal gesenkt. Also Not macht erfinderisch, aber auch anspruchslos. Das heißt, Sie wollen, dass Sozialassistentinnen demnächst als volle Kräfte angerechnet werden. Aus meinem eigenen Umfeld kann ich nur berichten, wurde mir gesagt, nein, da sind wir bald ja gar nichts mehr wert. Da haben Sie Verantwortung. Hier in Berlin können Sie das verhindern, indem Sie mal das umsetzen, was Sie hier groß verkünden. Nicht nur Wolken hin und her schieben, nicht nur das große sozusagen Schein hat ja mehr Buchstaben als Sein, sondern da, wo Sie Verantwortung übernehmen, auch mal handeln. Und ich erwarte von Ihnen nach Ihrer Rede heute, dass demnächst es hier sozusagen eine Erklärung gibt, dass es nicht passieren wird und dass Sie endlich mal in Berlin vernünftig die Fachkräfte abrufen im Bereich der Kindertagesbetreuung. So, also 3,28 Milliarden Euro haben wir schon investiert, plus noch mal 1,1 Milliarden Euro obendrauf. Frau Künast, da haben Sie, als Sie noch regiert haben, von geträumt, von diesen Investitionen in diesem Bereich. Und zusätzlich, das wurde auch angesprochen, geben wir ja dauerhaft auch Geld, 945 Millionen Euro sind es mittlerweile für die Länder, auch bei den, im Bereich der Betriebskosten. Sprachkitas, Kita Plus, also die Betreuungszeiten flexibler zu gestalten, und auch den Schwerpunkt zu setzen, gerade im Bereich Integration und Sprache, habe ich bereits angesprochen. Und deswegen muss man sich auch die Frage stellen, warum ist denn der Bedarf so gestiegen? Frau Schwesig hat es gesagt, zum einen, weil wir endlich, eine gute Familienpolitik wirkt ja auch nachhaltig, Frau Brandner, wir beide freuen uns, denn wir kriegen ja wieder mehr Kinder. Also nicht wir, sondern die Gesellschaft kriegt mehr Kinder. Endlich mal mehr Kinder, das heißt, endlich ist der Paradigmenwechsel erfolgt, dass wir in Deutschland mehr Kinder bekommen auf der einen Seite. Und zum anderen haben wir natürlich eine starke Nachfrage, deshalb, weil wir bei der Bewältigung der Flüchtlingsaufgabe natürlich auch den Bereich der Kindertagesbetreuung sehen müssen. Und deswegen sind die Anforderungen auch so gestiegen und teilweise dramatisch gestiegen. Aber die Länder bekommen ja nicht nur die Entlastung im Kita-Bereich, sondern die Länder bekommen ja auch die Entlastung in anderen Bereichen, auch bei der Frage, wie die Kommunen dann dieses machen können. Im Übrigen werde ich auch darauf verweisen, wir reden auch nicht nur immer und ausschließlich über den Bereich Kindertagesbetreuung. Es war damals für die Union ein zentraler Punkt, zu sagen, ob das Kind in der Kindertagesstätte betreut wird oder bei der Tagespflege, sollen die Eltern entscheiden. Es gibt ja sowas wie die Freiheit der Eltern. Und deswegen haben wir übrigens auch die Qualifizierung der Tagespflege vorangetrieben, auch mit der Konsequenz, dass die Qualitätssteigerung im Bereich der Kindertagespflege immens ist. Und das wird auch eine Aufgabe sein für die Zukunft, wo wir sagen, dass wir bitte bei allem Respekt vor der Bedeutung von Kindertagesstätten nicht die Qualifizierung und die Arbeit von Erzieherinnen in der Tagespflege außer Acht lassen, also die Qualität auch vor Ort steigern. Und zur Qualitätsentwicklung, da bin ich sehr optimistisch, dass wir das, was jetzt erarbeitet wurde, die Handlungsfelder sind ja definiert worden, Stichwort Fachkraft-Kindschlüssel, Qualifizierung von Fachkräften, Stärkung, Leitung oder auch die räumliche Gestaltung, also die Handlungsziele liegen sozusagen auf dem Tisch. Und deswegen kann ich sagen, seit 2005 tatsächlich ist es so, gibt es einen Bereich und das sind wir, wo wir sagen, dieser Punkt hatte Priorität, den haben wir erfolgreich weiter aufgebaut. Und den werden wir auch in den nächsten Jahren aufbauen. Zumindest, wenn wir Regierungsverantwortung übernehmen. Und deswegen glaube ich, Herr Müller, bei allem Respekt vor Ihrer Arbeit als Oppositionspolitiker, wenn Sie ernsthaft sich diesen Bereich anschauen der letzten 12 Jahre, dann ist das tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Und diese 100.000 zusätzlichen Plätze ist ein weiterer Schlüssel, bereits das vierte Programm. Und deswegen sind wir froh und glücklich, dass wir das heute so beschließen können. Und würde mir wünschen, dass wir dann möglicherweise über ein fünftes und sechstes Programm dann auch die nächsten Ziele anstreben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Franziska